Hallo lieber Retro-Freund, schön, dass du bei Hör mal zu wieder eingeschaltet hast. Heute begrüßen dich Ruth Leuwerig, Charles Renier und Peter van Eyck in Keine Gnade. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Alles beginnt als scheinbare Tragödie. Sie hatten 1,3 Promille Alkohol im Blut, laut Protokoll. Sie waren betrunken. War nicht betrunken. Wie viele Flaschen Bier haben Sie getrunken? Weiß ich nicht mehr. Wie viele Schnäpse? Vielleicht 3. Waren es nicht 4? Vielleicht auch 4. Sie erinnern sich nicht? Nein, ich erinnere mich nicht. Sie erinnern sich nicht, weil Sie betrunken waren? Ich war nicht betrunken. Bier und ein paar Schnäpse, das macht mir nichts aus. Ihnen nicht. Aber den, den Sie überfahren hatten, macht es etwas aus. Geben Sie es doch zu. Sie hatten Ihren Wagen nicht mehr in der Gewalt und überfuhren einen Menschen. Nein! Der Verurteilte bekommt eine Pflichtverteidigerin. Sie müssen mir glauben. Wenn Sie nicht glauben, was ich sage, dann hat sowieso keinen Zweck. Dann können Sie gleich wieder gehen. Langsam, Herr Siebeck. Nehmen wir einmal an, Ihre Geschichte stimmt. Nehmen wir an, geht das schon wieder los. Sie waren da, die drei Männer. Ich sah Sie im letzten Augenblick. Gut. Sie waren wirklich da. Gut, Sie waren wirklich da. Wie sahen Sie denn aus? Wie Männer im Scheinwerferlicht aussehen. Grau wie Katzen. Die Gesichter, helle Flecken, weiter nichts. Trugen Sie Mäntel, keine Mäntel? Hatten Sie Hüte auf, Stiefel, hohe Stiefel oder normale Halbschuhe? Ach Gott, was wollen Sie denn noch alles wissen? Am besten alles, denn ich soll Sie verteidigen. Sie können die Männer also nicht beschreiben. Nein, es ging alles viel zu schnell. Ich weiß nur, dass es 3 Männer waren. Und der in der Mitte wehrte sich nicht? Sie haben die beiden Männer dann gesucht? Ja, sofort. Sie waren weg. Fand sie nicht mehr. Haben Sie sie nicht weglaufen hören? Nein, die Musik aus dem Radio war ja so laut. Sie haben auch kein Auto gesehen, das irgendwo gestanden haben könnte und mit dem die beiden Männer dann weggefahren sind? Nein. Frau Doktor, ich gebe gerne zu, das hört sich alles an, als hätte ich mir das wirklich ausgedacht. Guten Morgen, Herr Amtsgerichtsrat. Oh, guten Morgen, Frau Doktor. Sie kommen mir wie gerufen. Darf ich Sie einen Moment sprechen? Aber natürlich, gerne. Bitte. Es handelt sich um den Fall Siebeck. Ja? Ich wollte Sie fragen, halten Sie die Untersuchungshaft immer noch für angebracht? Der Mann hat Familie. Ja. Sie sind natürlich überzeugt von der Geschichte mit den 3 Männern, von denen 2 Mörder sein sollen. Ja, das bin ich. Der Mann lügt nicht. Doch. Die beste Erklärung dafür könnte Ihnen vielleicht ein Psychiater geben. In Zwangslagen verwandelt mancher Mensch seine Lügen in eine subjektive Wahrheit und tut dann so, als sei es die absolute. Er glaubt seine Lügen selber. Das erlaubt ihm nämlich, das zu bleiben, was er ist. Ein netter, ehrlicher, anständiger Kerl. Es wird sich wahnsinnig gescheitern, aber ich halte es wenigstens in diesem Fall, pardon, für wahren Unsinn. Was Sie dem Richter klar machen müssen. Ich weiß, aber ich habe auch nicht vor, gegen Psychiater zu kämpfen. Wir sollten erst einmal wissen, wer der Tote ist. Hier. Das habe ich von der Kriminalpolizei bekommen. Ist er das? Die Zeichnung stimmt wohl nur annähernd. Ein Foto würde noch viel weniger stimmen. Waren die Verletzungen so erheblich? Ja, leider. Wer führt die Ermittlungen? Kriminalkommissar Seifert. Ja, Seifert hier. Ah, Frau Dr. Rohn. Ja? Ach, der Fall Siebeck. Tja, das ist allerdings merkwürdig. Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass er unschuldig ist. Frau Lockner, ich sag's ungern, aber Ihnen sage ich's. Gefühle haben uns noch nie weitergebracht. Was meinen Sie? Ich brauche etwas von Ihnen, Herr Kommissar. Von mir? Mhm. Was Wichtiges? Passt es in einer halben Stunde? Gut. Danke. Wiedersehen. Nach meinem Konstruktionsplan muss der Stahlträger hier eingezogen werden. Der zusätzliche Hohlraum ist in meiner Statik nicht vorgesehen. Oh, guten Tag, liebe Frau. Sagen Sie mir, wenn ich störe, Ulrich. Oh nein. Ich wollte nur meinem Mann etwas sagen, aber Sie können sie noch ausrichten. Ulrich, nehmen Sie das bitte rüber zu... Na, nun, Maria. Komm rein, geben Sie das weiter. Selbstverständlich. Ich hätte angerufen, aber ich kam sowieso hier vorbei. Was passiert? Ja, im Fall Siebeck. Ich weiß jetzt, wie der Tote aussah. Was ist? Oh, guten Tag. Entschuldigen Sie, Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin. Ich rufe Sie schon. Sag mal,
Du bist wohl unter die Detektive gegangen. So ungefähr. Ich habe heute ein Bild von dem Toten bekommen. Ein Foto? Ich denke, man weiß gar nicht, wer der Mann ist. Nein, nein, kein Foto. Eine Zeichnung von dem Toten hier. Und dieses Bild, das bestimmt nicht sehr gut ist, das brachte mich auf eine Idee. Das soll er sein? Mhm. Das kann auch jeder sein. Das kann sogar ich sein. Du nicht. Du trägst keine Brille und du lebst. Stimmt auch wieder. Und was ist das für eine Idee, die du hast? Ich werde das Bild in die Zeitung setzen lassen. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht erkennt ihn jemand. Vielleicht. Die Polizei hat diese Zeichnung zwar schon in ihren Fahndungsblättern veröffentlicht, aber wer sieht die schon? Na, ich wünsche dir viel Glück damit. Und? Ja, ich komme gleich. Du, entschuldige, ich muss rüber. Die haben da wieder Mist gebaut. Willst du einen Moment warten? Nein, nein, ich gehe gleich los. Also bis später. Und ärgere dich nicht zu viel. Arrivo. Sag mal. Ah? Darf man dich hier küssen oder verringert es deine Autorität? Du darfst. Eine Stunde später im Büro der Rechtsanwältin. Es ist also kein Zweifel, Sie kennen den Mann. Ja, wissen Sie, das bringt halt der Beruf mit sich in Gesichtern, da kenne ich mich aus. Ich behalte sie einfach noch nach Jahren. Moment. Das ist er. Heinrich Kessler aus Kaiserslautern. Wann ist er angekommen? Am 3. dieses Monats. Und in der Nacht vom 3. auf den 4. starb er. Wieso? Er hat am Morgen des 4. bezahlt und ist abgereist. Dieser Mann? Ja, steht wenigstens hier. Warten Sie. Thank you, madam. Hier. Er wurde um 6.30 Uhr geweckt. Er hat beim Nachtportier bezahlt. Sie haben ihn jedenfalls am 4. nicht mehr gesehen. Mein Dienst beginnt erst um 9 Uhr morgens. Besten Dank. Ich habe ihn... Wen heißt du? Heinrich Kessler aus Kaiserslautern. Was sagst du jetzt? Bravo. Meine Idee mit der Zeitung war absolut richtig. Ein Hotelportier hat ihn sofort wiedererkannt. Ach ja, gib mir auch eine. Die Kriminalpolizei hat gleich Fernschreiben losgelassen. Deswegen komme ich auch so spät. Stimmt alles. Der Mann ist seit dem 3. vermisst. Seine Frau hat ihn aber nicht als vermisst gemeldet. Verheiratet ist er? Ja. Er sei öfter mal unterwegs, manchmal wochenlang. Das ist aber noch nicht alles. Jetzt halte ich fest, danke. Jemand, der sich für Kessler ausgegeben hat, hat am Morgen des 4. Kesslers Rechnung bezahlt und das Hotel mit dem Handkoffer und der Aktentasche Kesslers verlassen. Du sagst nichts? Du weißt nicht gleich, was das bedeutet? Was bedeutet das? Aber Günther, das heißt, dass alles stimmt, was der Lastwagenfahrer gesagt hat, alles. Dieser Mann, dieser Kessler wurde ermordet. Und einer der Mörder soll in das Hotel gegangen sein? Das kann nur einer der Mörder gewesen sein. Und er hatte ja alles. Papiere, Zimmerschlüssel. Und er ging in das Hotel, weil er in das Hotel gehen musste. Warum musste er? Weil es sonst keine Erklärung dafür gibt. Weil wahrscheinlich wollte er sich unbedingt in den Besitz des Handkoffers und der Aktentasche bringen, aus irgendeinem Grunde. Und hatte die Kaltblütigkeit, beim Nachtportier die Rechnung zu bezahlen. Danke. Na, der kannte ja Kessler nicht. Und war leider so verschlafen, dass er nichts sagen kann. Da weiß er nicht einmal mehr, wie der Mann aussah. Sag schon was. Du bist sehr tüchtig. Und du sagst das mit einem Unterton, als ob du es nicht ganz ehrlich meinst. Unterton? Ich stelle es fest. Hast du schon gegessen? Ich habe nicht den geringsten Hunger. Dieser Kessler ist übrigens dasselbe wie du, Bauingenieur. Womit wieder mal bewiesen wäre, was für ein gefährlicher Beruf das ist. Hast du noch viel zu tun? Nein, für heute ist Schluss. Ich bin müde. Geh schon nach oben, ja? Natürlich. Komm bald. Mhm. Ich entwerfe nur noch schnell den Antrag auf Haftentlassung für Siebeck. Tu das. Dr. Hartleben, was machen Sie denn hier? Ich warte auf Sie. Woher wussten Sie, dass ich hier war? Ich könnte sagen, ich besitze ein untrügliches Gefühl für Menschen, denen meine Sympathie gehört. Aber Ihr Wagen stand hier. Ach so. Würden Sie eine Tasse Tee mit mir trinken? Wenn ich Sie sehr darum bitte. Sieht so aus, Doktor, als hätten Sie nicht das Geringste zu tun. Verzeihen Sie, Verehrte, aber Ihre Frage belustigt mich. Muss man denn immer etwas tun, wenn man zu tun hat? So ist es jedenfalls normalerweise. Oh ja. Normalerweise ist das so.
Aber ich nehme mir die Freiheit, gerade dann nichts zu tun, wenn ich eigentlich etwas tun sollte. Und was tun Sie, wenn Sie nichts tun? Ich genieße das Nichtstun. Ich weiß, Sie sind ein ganz anderer Typ. So? Bin ich das? Ja. Für Sie hat das Wort normalerweise eine viel größere Bedeutung. Ich bin versucht zu sagen, eine zu große. So? Ja. Korrektheit, Pflichtgefühl, Arbeitseifer. Das alles besitzen Sie in hohem Maße. Und das alles macht Sie so schrecklich brauchbar. Am frühen Abend zu Hause bei einem Glas Whisky. Na, müde gelaufen? Wie meinst du? Ich hab so das Gefühl, du läufst ziemlich kräftig herum dieser Tage. Auch ein Whisky? Nein, danke. Der Mann aus Kaiserslautern geht dir nicht aus dem Kopf. Der steckt dir im Gehirn wie ein... Ist doch so, oder? Ja. Ein Mann, den du nicht einmal kennst. Den du besser kennst, willst du sagen? Oh ja, den kenne ich allerdings besser. Es ist rührend zu sehen, wie sehr du dich mit einer Sache beschäftigst, von der du überhaupt keine Ahnung hast. Wenn du diese Wissenslücke ausfüllen könntest... Könnte. Aber du würdest nichts begreifen. Es käme auf einen Versuch an. Das waren damals wilde Jahre nach dem Kriege. Da ging es um alles, um Sein oder Nichtsein, um die nackte Existenz. Es war die Zeit, als die Amerikaner ihre großen Bauaufträge vergaben. Da wurden Vermögen erworben über Nacht und verloren. Du verlorst nicht. Nein, ich verlor nicht, weil ich nicht verlieren wollte. Wenn jemand starb, Entschuldigung, ich meine natürlich nicht das wirkliche Sterben. Wenn jemand sterben musste, dann nicht ich. Nicht ich. Den Grundsatz habe ich bis heute beibehalten. Wie wenig man sich doch kennt. Ja, jetzt nicht nur. Guten Tag. Womit kann ich dienen? Guten Tag. Mein Name ist Ruhn. Ich bin Rechtsanwältin. Um Gottes Willen, was ist denn? Bitte. Ich möchte nur eine Auskunft von Ihnen. Sie sind doch Herr Regenbaum, der Nachtportier vom Hotel Jana. Ja, Madame. Bitte. Ich komme wegen Herrn Kessler. Schon wieder jemand? Ich habe ja schon alles gesagt. Man hat mich ja schon alles ausgefragt. Mehrmals sogar. Die Polizei? Herrn von der Polizei. Jawohl. Sie haben den Mann, der da morgens herunterkam, nicht beschreiben können? Nein, es war ja noch dunkel. Es war nicht sehr viel Licht, meine ich. Ich habe nicht hingesehen. So genau nicht. Ich habe ja selber noch halb geschlafen. Ich kann einfach nichts sagen. Ich weiß, es ist schwer, einen Mann zu beschreiben. Selbst wenn man ihn genau gesehen hat, man weiß einfach nicht, was man sagen soll. Ja, eben das meinte ich. Aber vielleicht könnten Sie ihn wiedererkennen. War es dieser hier? Moment. Nein. Der ist es nicht. Sehen Sie genau hin. Das habe ich getan, Madame. Der war es nicht. Danke. Entschuldigung. Sollte er es denn sein? Nein. Danke, Herr Doktor. Was darf ich sehen, Herr Doktor? Ein Bier, bitte. Zwei bitte und ein Schnaps. Sie auch? Danke. Entschuldigen Sie, vielmals den Ort hier, aber ich wusste im Moment leider keinen besseren. Ihr Mann ist nämlich den ganzen Tag weg heute und da muss ich auf der Baustelle bleiben. Mein Mann weiß also gar nicht, dass Sie mich angerufen haben. Nein. Er soll es auch nicht wissen? Wenn ich Sie darum bitten dürfte. Was wollen Sie mir sagen? Oh, pardon, Sie? Ja, es steht mir eigentlich nicht zu, ich weiß Sie. Sie könnten seine Einmischung nennen, zu der ich natürlich gar nicht berechtigt bin, aber... Aber? Sie haben Differenzen mit Ihrem Mann. Hat er Ihnen das gesagt? Nein. Was man so sieht und hört, merkt. Ich kenne Ihren Mann schon sehr lange. Wie lange? Auch ganze Weile schon. Von Kaiserslautern her? Ja. Und? Ja, wie soll ich sagen? Er ist ein Mann mit einem unerhört starken... Willen. Haben Sie mit diesen Worten genau ausgedrückt, was Sie meinen?
Vielleicht nicht ganz. Also? Es gibt eigentlich niemanden, der ihm gewachsen ist, Frau Dr. Rosen. Haben Sie mich deshalb angerufen? Wollten Sie mich deshalb sprechen, um mir zu sagen, dass es niemanden gibt, der ihm gewachsen ist? Oder wollten Sie mich warnen? Nein, nein. So verstehe ich das. Sie sind der Zweite, der mich warnt. Ich frage Sie was, Nick. Warum? Wovor? Ich beschwöre Sie, Sie wissen etwas. Das sehe ich Ihnen doch an. Und ich sehe, dass Sie mich völlig falsch verstanden haben. Mit Gedanken und Worten sind Sie ja schneller als ich, Frau Doktor. Aber Sie haben nicht immer Angeklagte vor sich, die auf irgendeine Weise in irgendeine Enge getrieben werden müssen. Zahlen! Mich beunruhigt Ihre Einstellung zu Ihrem Mann. Das meine ich, Frau Doktor. Weiter kann ich. Ich dachte, ich könnte Sie daran erinnern, was Sie sind. Seine Frau. Herr Wasnick. Genau das wollte ich Ihnen sagen. Wen willst du anrufen? Sei dir unbenommen. Du kannst anrufen, wen du willst. Nur was für Neuigkeiten hättest du mitzuteilen? Dass dein Mann kein Musikliebhaber ist? Das hat er mit vielen gemeinsam. Hallo. Du bringst dich wirklich völlig um den Verstand. Ich beginne ernsthaft, mich um dich zu sorgen. Guten Tag, Frau Wasnick. Guten Tag, Frau Doktor. Bitte. Besuchen Sie mich? Ihr Mann ist nicht da? Nein, aber er muss gleich kommen. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Machen Sie bitte keine Umstände. Es ist mir eigentlich ganz recht, dass ich Sie allein antreffe. Weshalb? Bitte. Danke. Ich weiß nicht, inwieweit Sie gewisse Vorgänge bemerkt haben. Bitte. Danke. Welche Vorgänge meinen Sie? Sie direkt beim Namen zu nennen, fällt mir etwas schwer. Ihr Mann hat jedenfalls damit zu tun, in irgendeiner Weise. Er weiß darüber mehr als ich. Und vielleicht mehr als Sie. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Frau Wasnick, ich nehme an, Sie lieben Ihren Mann. Ja, das tue ich. Dann sollten Sie ihn fragen, ob er Ihnen nicht irgendetwas verschweigt. Er verschweigt mir nichts. Nichts? Warum sollte er? Ich bin seine Frau. Und er kann sich darauf verlassen, dass ich zu ihm stehe. Gleich, um was es sich handelt? Ja, es spielt keine Rolle. Ich glaube, Sie wissen nicht, was Sie da sagen. Doch, das weiß ich. Sie haben, wollen Sie sagen, ein blindes Zusammengehörigkeitsgefühl. Das drücken Sie sehr gut aus. Haben Sie es nicht? Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl? Sprechen Sie von meinem Mann und mir? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie wissen, um was es sich handelt. Doch. Das ist unmöglich. Sie wissen es nicht. Sie wissen es bestimmt nicht. Sie haben mich gefragt, ob ich zu meinem Mann stehe, und ich habe Ihnen gesagt, ja. Und das heißt bedingungslos. Würden Sie zu Ihrem Mann auch dann stehen, wenn er in ein... wenn er in ein Verbrechen verwickelt ist? Sie wollten es wissen. Ich habe es Ihnen gesagt. Anne! Anne! Jetzt verstehe ich, was Sie mir neulich sagen wollten mit der Bemerkung, Sie sind doch seine Frau. Jetzt weiß ich es. Sicher nicht ganz. Sie sind nicht der Typ dafür. Nicht der Typ Frau. Sie sind, entschuldigen Sie, wenn ich so offen rede, kühl, nüchtern, gescheit. Sie haben auf dem Standesamt mal ja gesagt und Sie erfüllen den Buchstaben des Gesetzes mehr nicht. Sie wissen ja gar nicht, was das ist, Liebe. Das hat bei Ihnen Anfang und Ende wie ein Mittagessen. Liebe, das heißt, für den anderen da sein. Ohne aufhören.
Bedingungslos. Weil es ohne Dahlan überhaupt kein Leben gäbe. Nicht so viel. Sie fragen, bohren, wollen wissen, kreisen Ihrem Mann ein, wie... Warum kommen Sie überhaupt her? Von meiner Frau konnten Sie nur erfahren, was Sie nicht verstehen. Bei Mord, war's Nick, hört jedes Verstehen und jedes Zusammengehörigkeitsgefühl auf. Ich war auf Ihren Besuch nicht vorbereitet. Wirklich nicht? Hat man Sie nicht angerufen und gesagt, sie war bei uns? Sie kommt sicher auch zu Ihnen? Nehmen Sie doch Platz. Dr. Hartleben, vielleicht können Sie mir helfen. Nein, das kann ich nicht. Ihnen kann niemand helfen. Warum haben Sie denn nicht auf mich gehört? Sie haben mich doch sehr gut verstanden damals, als ich zu Ihnen sprach. Wie sehr sind Sie alle an meinem Mann gebunden und wodurch? Ich gebe Ihnen einen guten Rat, den Sie unbedingt befolgen sollten. Machen Sie Urlaub, verreisen Sie. Gehen Sie schnell nach Hause, packen Sie Ihre Sachen, nehmen Sie einen Zug. Irgendwohin. Sie haben Angst um mich? Das habe ich nicht gesagt. Aber so haben Sie es gemeint. Wenn Sie das in mir hervorrufen wollten, Angst, die habe ich schon. Seit gestern Abend habe ich sie. Angst vor meinem Mann. Gehen Sie. Bitte! Bitte? Ja, Moment. Für Sie, Herr Kommissar. Ja. Seifert hier? Ah, Frau Dr. Rohn. Was gibt es? Nur eine Frage, Herr Kommissar. Vielleicht ist es gar nicht wichtig, aber es ging mir gerade durch den Kopf. Ich habe doch heute Morgen ein Foto von Kessler bei Ihnen gesehen. Trug er da eine Brille oder nicht? Ach. Sagen Sie, wie kommen Sie darauf? Ja, wenn er keine trug, dann, dann kann doch nur einer der beiden Männer die Brille verloren haben. Mein Kompliment, Frau Doktor. Kessler trug keine Brille. Er war nie Brillenträger. Unsere Zeichnung mit der Brille war leider falsch. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wer sie trug. Dann haben wir auch den Täter und das wird nicht mehr lange dauern. Immer mehr und insgeheim verdächtigt sie ihren Mann. Setzt euch, wenn ihr was trinken wollt, bitte. Was bedeutet das? Was wollen Sie hier? Was bedeutet das, sagen Sie es mir? Dr. Hartleben. Wollen Sie mir verraten, was hier vorgeht? Das kann ich nicht. Gib dir keine Mühe. Anna ist nicht da. Wo ist Anna? Sie ist im Theater. Das heißt, sie war. Sie wird bald wieder hier sein. Was sehr wichtig ist. Wieso wichtig? Für wen wichtig? Um nun von der Sache zu reden, die dir so viel Kopfzerbrechen macht. Hartleben wird dir erzählen, wer Kessler war. Kessler war ein Beauftragter der Militärregierung. Er verschaffte sich Zugang zu den Bauausschreibungen der amerikanischen Armee. Unrechtmäßig natürlich. So schaltete er jede Konkurrenz aus. Bis auf uns. Wir waren ihm zu stark. Wir hatten eben die größere Erfahrung. Und dadurch waren wir für Kessler eine ständige Gefahr. Sie versuchen, einen Mord zu rechtfertigen. Das ist keine Rechtfertigung. Das ist nur eine Erklärung. Die geben Sie dem Gericht. Die werden wir nie einem Gericht geben. Dafür werde ich sorgen. Du? Nein, Maria. Wir waren damals drei, Ihr Mann, Wasnik und ich. Kessler war dabei, uns zu ruinieren. Er hat einen Kompagnon. Der war noch gemeiner, noch hinterhältiger. Den hatte Kessler vorgeschickt und er saß in seiner Kehle. Ein gewisser Hinze. Was hat denn der damit zu tun? Sehr viel, er erpresste uns. Durch Dokumente und Unterlagen, die Kessler höchstpersönlich gefälscht hatte. Die Besatzungsmacht machte damals kurzen Prozess. Wir hatten keinerlei legale Möglichkeit, Kesslers Anschuldigungen zu widerlegen. Wir hätten unsere Lizenz verloren, wir wären erledigt gewesen. Das wusste Hinze. Darum verlangte er eine Menge Geld für diese Unterlagen. Alles, was wir besaßen. Wir boten ihm die Hälfte von dem, was wir hatten. Aber er wollte alles. Es war an einem Nachmittag im Mai. Auf einer Baustelle. Hinter uns lief die ganze Zeit die Betonmaschine. Wir betonierten einen Brückenpfeiler. Hinze hatte seine Aktentasche bei sich. Mit den Unterlagen, die uns ruinieren sollten. Was? Was habt ihr getan? Was wir tun mussten. Er liegt in einem Brückenpfeiler, Maria.
In einem Betonsarg. Schon damals ein Mord. Du hast doch gehört, wir hatten keine Wahl. Und Kessler? Vermisste seinen Mann. Er kam und suchte ihn. Wir haben ihn nicht gesehen, sagten wir. Wusste er davon? Er konnte nichts beweisen. Damals nicht. Ja. Konnte es heute? Heute auch nicht. Weil er tot ist. Weil ihr ihn umgebracht habt. Ja, wir hatten wieder keine Wahl. 10 Jahre lang hatten wir Ruhe vor Kessler. Da hat er nämlich gesessen. Vor 3 Wochen wurde er plötzlich entlassen. Da kam er prompt und sagte, er habe lange genug geschwiegen. Jetzt wolle er kassieren, er wisse genau, dass wir Hinze umgebracht haben. Es wäre der Anfang einer Erpressung gewesen, die kein Ende gefunden hätte. Wie haben Sie beendet, bevor sie begann? Wer hat es getan? Hartleben und ich. Wir nahmen Kessler in die Mitte und... Und Wasnik? Wartete nicht weit weg. Er fuhr den Wagen. Und wer ging in das Hotel? Ich. Naja, die... Die Beweise holen. Die Aktentasche und den Koffer. Kessler hat nämlich vom Hotel aus mit uns telefoniert und deshalb habe ich auch die Seite aus dem Buch der Telefonistin rausgerissen. Denn da stand Ihre Nummer drin. Und dann habe ich beim Nachbartier die Rechnung bezahlt. Denn er konnte ja nicht wissen, wie Kessler aussah. Ja. So, jetzt weißt du alles. Du weißt, was wir getan haben und du weißt auch warum. Aber jetzt müssen wir etwas von dir wissen, Maria. Keiner von uns hat Lust, den Rest seines Lebens im Zuchthaus zu verbringen. Es besteht ja auch keine Gefahr. Oder, Maria? Oder, Maria? Das müssen wir jetzt von dir wissen. Ja oder nein? Eine Teufelei, die du dir ausgedacht hast. Wasnik! Du wendest dich an Hartleben? Das ist der falsche Mann. Seine Rechnung mit Kessler ist noch eine ganz andere. Muss das sein? Spielt nun keine Rolle mehr. Nun ja, ich war damals verheiratet. Fast so glücklich wie Wasnik. Nur... Ich hatte keine so fabelhafte Frau. Ich verlor sie an Kessler, dem es damals ja sehr gut ging. Ich verstehe. Die Frau auf dem Foto. Aber Sie, Wasnik. Ich könnte es nie ertragen, mich von meiner Frau zu trennen. Und das müsste ich ja, wenn Sie reden. Und wir ins Zuchthaus kommen. Bauleitung, Hollitz. Ulrich, hier ist Rohn. Meine Frau wollte mich vom Bau abholen. Wenn sie kommt, sagen Sie, ich sei schon zu Hause. Gut, Herr Rohn, mache ich. Danke. Was soll das? Ich will endlich eine Erklärung haben. Was bedeutet das alles? Das ist Anna. Oh. Ulrich? Hartleben hier. Geben Sie mir doch bitte mal die genauen Rechnungsbeträge. Die Liste liegt in der grünen Mappe. Ja, hier ist sie schon. Ich gebe die Zahlen durch. Position 1 bis 4, 12.840 Mark. Ach, Moment, Herr Doktor, da sehe ich gerade Frau Dr. Rohn. Ich solle was ausrichten von Ihrem Mann. Bleiben Sie gefälligst am Apparat. Ich brauche die Zahlen. Ist doch jetzt wohl wichtiger. Ja, Herr Doktor. Also weiter. Position 12, 1.384 Mark und 14. Hab ich. Danke. Haben Sie Frau Dr. Rohn gesehen? Also heute Abend beim Kegeln. Frau Dr. Rohn? Frau Dr. Rohn! Ulrich soll sagen, dass er mich gesehen hat. Er wird beschwören können, dass er mich gesehen hat. Und dich hat man hier gesehen.
Anna wird aussagen, ich kam aus dem Theater. Und Herr Rohn war zu Hause und wartete auf seine Frau. Wir können ja nicht anders, Sie wollen es ja so. Sollen wir denn verrecken, nur damit Sie ein fabelhaft ruhiges Gewissen haben? Wo wird man mich finden morgen? Es wird nach einem bedauerlichen Unfall aussehen. Zur selben Zeit auf der alten Polizeiwache. Rohn hier. Kriminalkommissar Seifert, entschuldigen Sie die späte Störung, Herr Rohn. Aber ist der Dr. Hartleben zufällig bei Ihnen? Nein. Wie kommen Sie darauf? Schade, wir haben bei ihm zu Hause angerufen, aber da meldet sich niemand. Und auf der Baustelle ist er auch nicht mehr. Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Ja, das können Sie. Ich brauche ein paar Auskünfte. Ich bin in 10 Minuten bei Ihnen. Es tut mir leid, Herr Kommissar, aber ich bin gerade am Weggehen. Vielleicht morgen Vormittag? Ist Ihre Frau da? Nein, leider auch nicht. Sie wollte mich von der Baustelle abholen, aber wir haben uns offenbar verpasst. Darf ich etwas ausrichten? Oh nein, danke. Ist nicht so wichtig. Das hat Zeit. Guten Abend. Ich brauche sofort einen Wagen. Was wollte denn der Kommissar? Meine Frau sprechen. Noch ein Alibi. Wie lange hält denn sowas vor? Eine Stunde sicher. Gott, ich kann das nicht mehr länger ertragen. Das brauchen Sie auch. Es wird Zeit. Ich hole den Wagen. Wo wartet Ihre Frau, Wasneck? Auf der oberen Rampe. Hartleben, Sie bleiben hier. Wo ist sie denn? Wir brauchen den Mantel und die Tasche. Sie wird irgendwo warten. Sie muss ja nicht dabei sein, ne? Naja, still ruht der See. Los, Becker. Wo brennt's? Lassen Sie mich los. Wer sind Sie überhaupt? Polizei. Wir wollen wissen, wer Sie sind. Mein Name ist Tollitz, ich bin ein Angestellter bei Herrn Rohn, aber bitte fragen Sie mich jetzt nicht so lange. Ich glaube, da drüben ist etwas passiert mit Frau Dr. Rohn. Wo ist die Lichtanlage? Da drüben. Sie schalten alles Licht ein. Sie gehen mit. Los, Peters! Anne! Was ist was, Neck? Wo ist sie denn? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen am Wagen bleiben. Wo ist Frau Dr. Rohn? Draußen im Wagen. Der junge Mann kümmert sich bereits um Sie. Ein bedauerlicher Unfall, Herr Kommissar. Da ist wohl die falsche Person gestorben. Ja. Kommen Sie runter, darum! Gehen Sie rauf, Peters. Los! Aber vorsichtig! Wenn das nicht passiert wäre, hätten Sie nie was erfahren. Sie irren sich. Ihre Brille, Herr Dr. Hartleben, die fielen dann dummerweise vom Kopf, als die Kessler vor den Wagen stießen. Wollen Sie das haben? Ich habe eine Brille. Eine neue. Am 4. gekauft. Das Gestell haben Sie zwar gewechselt, aber Ihr Augenfehler ist der gleiche geblieben. Bringen Sie ihn raus. Und rufen Sie den Unfallwagen. Holen Sie den Deckel, ja?